Obwohl es seit einigen Jahren zu viel beachteten Auseinandersetzungen kam, könnte König Charles diesen Sommer Prinz Harry und Meghan Markle zu einem Wiedersehen nach Balmoral einladen. König Charles könnte seinem jüngsten Sohn, Prinz Harry, und seiner Schwiegertochter, Meghan Markle, einen Olivenzweig entgegenstrecken und sie diesen Sommer aus einem bestimmten Grund nach Balmoral Castle in Schottland einladen. Der amtierende Monarch zieht sich oft jedes Jahr aufs schottische Land zurück und wird von Familienmitgliedern begleitet, vom Prinzen und der Prinzessin von Wales bis zu seinen eigenen Geschwistern. Bei König Charles wurde kürzlich Anfang des Jahres Krebs diagnostiziert, nachdem er ein Krankenhaus aufgesucht hatte, um sich einer Prostataoperation in einem privaten Krankenhaus, der London Clinic, zu unterziehen. Als Prinz Harry von der Diagnose erfuhr und sie öffentlich bekannt gab, flog er sofort nach Großbritannien zum Clarence House, um seinen Vater zu besuchen, blieb aber insgesamt 25 Stunden in London. Es wird behauptet, dass König Charles möglicherweise seine Enkelkinder sehen möchte, während er mit seiner Krankheit kämpft, weshalb eine Einladung durchaus möglich ist. Eine Quelle sagte gegenüber Page 6, ich kann mir vorstellen, dass Charles die Kinder unbedingt sehen möchte und Meghan und Harry diesen Olivenzweig entgegenstreckt. Er könnte zu dem Schluss kommen, dass das Leben einfach zu kurz ist.